Herzlich willkommen zurück zu X-Rebirth. Wir wollten das letzte Mal anschließen, also beziehungsweise wir wollten dieses Mal anfangen mit Drohnen kaufen, wenn uns das Geld dafür reicht. Mal sehen, ob es das tut, und ansonsten werden wir wohl oder übel erstmal handeln müssen. So, jetzt fragen wir aber erstmal jemanden, wo wir Drohnen herbekommen. Wohl. Schauen uns erstmal die Missionsdaten an, weil vielleicht kriegen wir da ja Hinweise. Genauere Infos? Nein, gibt's nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir einen Drohnenhändler finden. Einfach mal das nächstbeste Schiff danach fragen. Irgendeiner wird uns doch hoffentlich eine Info geben können. So. Raumverbindung offen. Wir wollen uns fragen nach einem, nee, Schiffsverkäufer nicht, einem Händler. Nein, von denen brauchen wir keinen. Schiffslänge, Ausrüstungsverkäufer, sind hier noch andere? Drohnenverkäufer. Selbstreden. Das klingt doch gut. Gott. 27 Kilometer in entgegengesetzte Richtung. Na, super. Wie man vielleicht auch ein bisschen an der Helligkeit sieht, habe ich versucht, an den Grafikeinstellungen noch ein bisschen was rauszuholen, damit das Spiel erstens mal nicht wieder ganz so hell ist und zweitens mal vielleicht ein bisschen flüssiger läuft, aber das ist mir eher nicht gelungen. Aber es läuft flüssiger, als man bei den aktuell angezeigten Zahlen so denkt. Also ich zumindest habe nicht den Eindruck, dass es laggt oder sowas, auch wenn man bei diesen FPS-Zahlen normalerweise von Laggen spricht. Anlaufpositionen zur Datenbank des Schiffscomputers hinzugefügt. Nun halt endlich die Klappe, Betty! Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wer Betty ist, der Schiffscomputer. Damit muss man erstmal rechnen. So, aber wir wollen hier erstmal andocken, weil wir werden zum Albions Gang. Drohnenverkäufer. Wir bitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Erfreut, Sie an Bord zu sehen. So, wo haben sie unseren Drohnenverkäufer versteckt? Da steht er gleich. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Ist das jetzt eine Standarddrohne oder eine Spezialdrohne? Ich versuch's mal bei Standard. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Diese Produkte sind von allerhöchster Qualität. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Diese Produkte sind von allerhöchster Qualität. Davon wollen wir eine. So, okay. Wir wollen exakt eine, weil wir können uns so nicht leisten. Von daher nehmen wir eine mit. Okay. Kehre zurück zum Schiff. Na gut, dann wollen wir das mal tun. Nein, wollen wir nicht. Erstmal wieder alles. Na. Einsammeln. Habe ich mir die Maus besser eingestellt, dass ich mit dem Schiff besser klarkomme, und dann ist es mir hier auf dem Boden zu schnell. Hier kann man es auch nicht recht machen. Übersteigt schier das Vorstellungsvermögen. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass man es mir nicht recht machen kann. Naja, egal. Muss ich jetzt durch. Eins von beiden passt immer nicht. Also werde ich wohl mich... Eine Frage, ob ich mich mehr auf Station aufhalten werde oder mehr auf dem Schiff. Neue, fürchterliche Dimension von Grauen. Okay, interessantes Gespräch. Wer oder was ist Gorn? Okay, jetzt kommen wir zurück aufs Schiff. Einmal abdocken, bitte. So, wie geht's jetzt weiter? Öffne das Fähigkeitenmenü, um die Drohnen angezeigt zu bekommen, die dir zur Verfügung stehen. Die meisten Drohnen können ferngesteuert werden. Versuche es. Ah, mit T. Mach mal hier. Sieht gut aus. Uiuiui. Ui. Ja, ich sollte vielleicht aber nicht auf die Plattform feuern oder so. Das wäre ungünstig. Das macht gibt einen Ärger. Nett.
könnte später... Einige Drohnen haben Fähigkeiten, die du aktivieren kannst. Sie starten, machen ihr Ding und kommen hoffentlich sicher zurück. Wenn du dich je in einer heiklen Situation wiederfindest, kannst du die Smart Defense-Fähigkeit nutzen, um alle Offensivdrohnen auf einmal zu starten. Diese Dinger sind großartig, um Leute aus der Ferne zu ärgern. Sieht nicht so aus, als hätten sie viel Feuerkraft. Die Skunk ist nicht gerade ein kleines Ziel. Gegen Ziele mit Schilden kann ich nicht viel ausrichten. Hört sich danach an, dass du größere Waffen möchtest. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Es gibt eine Herz-von-Albion-Station mit einem geheimen Lager alter Waffen der Argonischen Föderation. Ich weiß, dass sie den letzten Monat über mit einer Energieknappheit zu kämpfen hatten. Eine Lieferung Energiezellen könnte uns einen kleinen Gewinn verschaffen und vielleicht können sie dann ein paar alte Plasmawaffen entbehren. Klingt nach einem Plan. Gut, ich wollte gerade sagen, na, hoffentlich werden uns die Drohnen nützlich sein. Jetzt haben wir erstmal etwas anderes zu tun. Mich Waffen beschaffen dafür, dass wir endlich mal handeln. Also, effektiv handeln. Vielleicht mal sehen, wie... Beziehungsweise, nicht vielleicht, sondern mal sehen, wie sie sich umgesetzt haben. Vielleicht möchte ich es nicht sehen, ich möchte es auf jeden Fall sehen. So, wo wollen wir raus? Am Ende des Tunnels, würde ich sagen. So. Gleich auf den nächsten Highway rüber. Na gut. Wie das Spiel so möchte. Tage-Rendezvous-Koordinaten. Wieso bin ich eigentlich gefühlt das langsamste Schiff auf dem Highway? Kann das mal jemand erklären? Alter, das ist ja eine ganz gewaltige Strecke. So. Also. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, außer dass ich mich echt frage, was jetzt auf uns zukommt. Oh Gott, schon wieder ein Sektorwechsel. Na dann. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Okay, das Schiff fliegt uns immer noch hinterher. Sollte ich das irgendwann eigentlich mal abstellen? Oder ist das eigentlich so geplant, dass es mir immer noch hinterher dackelt? Ich weiß es nicht. Ich werde spätestens dann merken, wenn größere Gefechte kommen, weil dann sollte ich es zurücklassen. So. Schön, jetzt kommt keiner vorbei, an den ich dranhängen kann. Ach, irgendjemand ist... Ich beschwere mich und schon ist jemand da. Das ist wieder typisch. So, noch ein Stück schneller. In der Hoffnung, dass wir hier bald durch sind. Der Bildschirm wird rot. Der Sektor hat einen leichten Rotstich. So, wo wollen wir mal hin? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Und einen neuen Highway mitnehmen. Hätte hier gar kein Ende. Wie weit ist das denn noch? Dass wir denn da sind. Da war gerade wieder so ein Sektor-Highway. Schön, dass man sowas auch im Vorbeiflug registrieren kann. Hätte ich jetzt doch nicht ganz so super erwartet, aber... Aber gut. Ich möchte mich nicht beschweren, aber trotzdem. Das ist ein bisschen zu viel für einen Rechner, glaube ich. Auch wenn ich mich frage, warum. Da habe ich nichts gesehen, was irgendwie es rechtfertigt wird. Manchmal ein bisschen langsam fand ich. Aber gut. Übertrage neue Koordinaten. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt schaue ich mal nach, ob ich das vielleicht auf dieser Karte sehe, wo ich hin möchte. Nein. Sehe ich nicht. Das ist irgendwie schade, dass ich sowas nicht sehe. Da werde ich wohl jetzt durchmessen. Dass ich immer noch nicht weiß, wo es hingeht. Ach ja. Lange Wartezeiten. Ich überbrücke sie schon so gut es geht. Also, versuche ja mich so schon zu beeilen, sagen wir so rum. Überbrücken, naja. Ich weiß nicht, ob man mein Gelaber hören möchte. Ich glaube, ich erzähle sowieso nichts Interessantes.
Weil ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir was rausgesucht, was ich hier in der Zwischenzeit mal ein bisschen über das Spiel erzählen kann. Aber nein. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Nicht in die Station, sondern neben vorbei. Moment, sehe ich das richtig? Der ist jetzt grün und nicht wie die anderen immer in irgendeiner Form gelb? Will das was heißen oder schätze ich nur die Farbe falsch ein? So, schön hinterher dackeln. Nein, also es ist wie die gelben, nur ist er grün, farblich. Vielleicht ist das auch eine Besonderheit der Umgebung, dass er auf einmal eine grüne Färbung anhat. Man weiß ja nie. 100 Einheiten Energiezellen. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Na gut, wollen wir 100 Einheiten Energiezellen kaufen. So, jetzt muss ich da erstmal hinkommen. So, langsamer. Wir wollen ja nicht vorbei. Fliegen oder gegenrammen. Wow, das ist nicht gerade preiswert. Indem man Stationen genügend Beachtung schenkt, ist es möglich, bessere Geschäfte mit Rabatten und Provisionen zu machen. Einmal habe ich ein Kühlmittelleck in einem Lagerbereich ausgemacht. Damit ich den Mund halte, hat man mir einen Rabatt von 50% auf ihre gefrorenen Produkte gegeben. Ich bin überrascht, wie gut Kühlmittel mit Eiscreme zusammenpasst. Okay. Schauen wir uns doch mal um. Mal vielleicht irgendwie ein Schnäppchen abkassieren können. Wie wir das machen, haben wir ja schon mehrfach gesehen. Oder beziehungsweise auch schon mehrfach wiederholt. Informationen über bestimmte Stationsteile kann man nur mit Scannerdrohnen erhalten. Jede Information, die du über ein Objekt herausgefunden hast, wird in dessen Infomenü angezeigt werden. So, jetzt wollen wir doch irgendwie an der nächstbesten Stelle andocken. Beziehungsweise nicht die nächstbeste, sondern die auf. Bei der wir noch auf dem Weg noch ein bisschen Informationen sammeln können. Ich würde sagen. Den Platz da nehmen wir. Hoffe ich zumindest, dass wir. Also ich weiß nicht, ob wir andocken jetzt oder ob wir. Okay, wir müssen gar nicht andocken. Das ist schon mal gut. So. Wir freuen uns schon auf unsere neue Aufgabe. So. Wir wollen Energie zählen. So, schauen wir doch mal bei... Ah, okay. Das ist das, was man früher als zusätzliches Optionsmenü hatte. Na gut. Wie viel? Ah, okay. So funktioniert das. Ja, danke. Ich will gar nicht so viele. Ich will nur... Oh Gott, das wird mit dem Schieberegler ja ein Krampf. Kann man das auch eingeben? Ah, ich kann es mit den Pfeiltasten steuern. Na gut, das ist immerhin... genauer als irgendwas. So. Geht klar. Wir treffen uns in Kürze. Ach so, ich gebe dem Schiff den Auftrag, es soll die Waren kaufen und nicht ich. Und nicht ich nehme den Scheiß selber mit. Wir warten. Wie wäre es, wenn wir nach örtlichen Aufträgen Ausschau halten? Ja, wieso nicht? Nehmen wir mal Aufträge mit. Ich habe eine markiert, die nicht allzu lange dauern sollte. Ich schlage vor, du wirfst einen Blick in die Missionsanweisungen. Ich denke nicht, dass das Schiff schon bereit für eine Sektorpatrouille ist. Wirf einen Blick in deinen Missionsmanager, wenn du mehr Informationen haben möchtest, oder schalte zu deiner aktuellen Mission. Du kannst die Mission jederzeit abbrechen. Einige werden einen nur halb erledigten Auftrag jedoch nicht schätzen. Gut. Aber erst müssen wir den Auftrag überhaupt annehmen, sonst bringt das mit dem Missionsmanager auch nichts. Boah, wen muss ich denn noch fragen? Ja. Okay.
Welches davon ist jetzt die Mission? Das Zeichen hier oben oder das hier unten? Ich habe so das Gefühl... So, jetzt will ich doch mal den Missionslog verwenden. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein. Da will ich... Sag mal, wird das mit dem Leitsystem auch richtig gemacht? Ah, okay. Leitsystem deaktiviert und aktivieren aktiviert es dann. Oder was? Ja, ich stehe direkt daneben, das weiß ich eigentlich schon. Aber gut. Okay, es hat noch seine Probleme, Leitsystem deaktiviert und nicht deaktiviert anzuzeigen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich bin doch eigentlich da, oder nicht? Ach, Pilot, immer noch Interesse an dem Auftrag? Ja. Großartig. Ich wusste, dass der Job wie für Sie gemacht ist. Jetzt. So. Aber ich glaube, ich bin vorbeigeschossen. Super. Habe ich wieder wie ein Profi erledigt. Einmal andocken. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Willkommen an Bord. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch mit jemandem darüber. Na super. Einmal quer durch die Station, wie? Das passt wieder super zusammen. Ja. Irgendwoher kenne ich diesen Aufbau. Ich glaube, das war schon mal in anderen Stationen, die genauso aufgebaut waren. Was können Sie nur wollen? Sie an Bord nehmen, weil Sie transportiert werden wollen? Oder täusche ich mich? Ausgang zum Schiff war die Richtung, oder? Ja, war die Richtung. Habe ich mich jetzt nicht getäuscht. Gut, die Station nehme ich jetzt nicht genau unter die Lupe, das dauert mir zu lange. Ich gehe an Bord meines Schiffes. In 5 Minuten zu einer Landeplattform. Okay. Dann wollen wir uns da mal beeilen. Das mache ich jetzt hier aber noch fertig. Das so, ey, wenn es zeitlich begrenzt ist. Ach ja. Also eigentlich hätte ich ja geplant, jetzt eine Folgenpause einzulegen. Aber gut. Dann haben wir uns mal schnell diese Mission hier fertig zu machen. Nicht, dass hier unser Passagier noch sauer wird. Und, wo geht's raus? Hier geht's raus. Aber trotzdem noch 8 Kilometer fliegen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Okay, hat das Schiff wohl inzwischen alles eingekauft? So. Wir wollen hier andocken. Sehr schön, aber ich wusste, dass Sie mich nicht enttäuschen würden. Bis sich wieder alle 500 Ansagen überschneiden. Erfreut, Sie an Bord zu sehen. Irgendwie kenne ich das woanders, nur dass sie sich dann gegenseitig abgebrochen haben. So, damit wäre diese Mission abgeschlossen, oder? Ich würde sagen, ja. Das heißt, ich steige jetzt Schiff ein, setze mich mal kurz ein Stück ab und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und hoffentlich können wir dann unsere Energiezellen verkaufen. Und kriegen dafür ein paar ordentliche Waffen. Nicht diesen Pille-Palle-Kram. Also dann.
Bis dann!